Hallo und herzlich willkommen zurück zu Super Sonic All-Star Racing Kart, was auch immer, mit den gleichen Leuten wie letzte Folge. Weil ich Lou nicht verstanden habt, irgendwas mit Thüringen ist das einzige Bundesland, das irgendwas mit Sachsen. Das glaube ich. Ich habe gesagt, Vita Cola mehr verkauft ist als Coca-Cola. Also seid ihr auf Sachsen. Noch einiges drin. Aus. Nee, nicht Sachsen, nur Thüringen. Ja, ich meinte Sachsen Trip. Wieso? Ist ja aus unserem Bundesland. Weil das doch der Sachsen Trip ist. Wenn Vita Cola ist nicht aus Thüringen, Lou. Doch. Nein. Doch. Vita Cola wird von Lichtenau hergestellt und das kommt aus Sachsen. Boah. Ja, die haben das aber nur abgekauft. Ja, dafür kann ich nichts. Rico, so, Alter, Lu! Wir sind beide Letzter, warum schießt du der Alte nach hinten? Hey, weil das ein Kugelfisch ist, den kann ich nicht nach vorne. Doch, kannst du natürlich. Du kannst alles nach vorne schießen. Weiß ich doch nicht. Du kannst alles in beide Richtungen schießen. Die rote Box bei Mario Kart schmeiß ich auch nicht nach vorne. Ja, Mario Kart ist auch nicht Sonic. Von der Map geflogen? Ich bin auch gerade von der Map geflogen, weil das Spiel manchmal komisch ist. Aber kein Scheiß. Rico! Gib dir mir nochmal einen, bitte. Ja, du hast mir auch die Rakete nochmal reingehauen. Ja, nachdem du mich getroffen hast. Ja, dann. Ich wollte die aber zuerst benutzt haben und hier vorne. Rote bleiben, Rakete, ne? Rote Rakete. Ja, wie gesagt, man muss ja auch anderen Leuten den Charakter glauben. Scheiße, so nicht. Ich find's voll scheiße, dass der All-Star den Fahrfall. Ach so, man kann hier noch schießen, lol. Naja, es gibt Leute, bei denen wird man beim All-Star zum Flugzeug oder so. Ja, ja, das ist scheiße. Weil, ich will nicht plötzlich zum Flugzeug werden, wenn ich ein Auto bin. Ja, du musst den All-Star. Ja, es geht um Transform. Ja, wenn ich mich transforme, weil ich wegen den Gegebenheiten das muss. Ja, oder wegen dem All-Star. Du musst den All-Star nicht aktivieren, wenn ich will's. Kriegt dich ja niemand. Ja, irgendwie will er. Wer ist denn Andi eigentlich? Wer ist dein Charakter nochmal? Keine Ahnung, ich spiele irgendwie ein Schmoddel. An die Latte. Ist der Shogun. Ich habe heute sehr viel FIFA gespielt. 5 Stunden oder so. Was FIFA? Seit wann spielst du FIFA? Ja, eigentlich jedes Jahr, aber ich hab's mir gestern gekauft. Ja, das für 10 Euro im Angebot ist bei PS4. Ach so, du spielst auf der PlayStation. Ich dachte, du spielst das im Dingens. Aber spielt man FIFA nicht eher auf der Konsole, weil da die Preismärkte sinnvoller sind, weil halt die Spielerbasis viel besser ist. Auf PC ist ich meine, auf PC ist auch immer noch okay, aber. Ich höre von Leuten immer, dass man das auf der Konsole spielt. Aber dafür habe ich mir eigentlich die Konsole geholt, für japanische Spiele und für Sportspiele. Alter Rico, ich treffe dich mal. Anscheinend boah, nicht. Boah, Alter. Hä, warum? Von was wurde ich denn getroffen? Anscheinend von mir. Nee. Oh Mann. Mach's gut, du Trottel. Bobby! Also ich hab ja noch nicht. Hey, hier ist heute mal ein anderer Edge Lord. Shadow ist der größte Edge Lord aller Zeiten. Ja, weil wurde der nicht extra erstellt und quasi so erstellt, damit er aussieht, ist, weil der Edge Lord ist. Alles ist Sonic, ist dazu erstellt, um Edge zu sein. Oh, ich sehe gerade, End ist im Chat. Hallo End, wir spielen Sonic und All-Stars Racing Transformed. Kannst du dich abholen, kannst du mitspielen, ist ganz okay. Ja, oder? Ja, wir können, kann ja noch jemand mitspielen. Okay. Also in der Spielergemeinschaft zählt es als eines der besten Arcade-Racer-Spiele. Ryu ist der anderer Meinung. Es kann vielleicht auch am PC-Porten liegen, dass der halt nicht so gut ist. Warum sind die beide runtergefallen? Was für ein Trottel, Alter. Und Shadow rammt mich. Hä, bist du nicht Shadow? Nein! Hörst du eigentlich zu? Trotzdem wird der nächste Runde wieder sagen, ich bin immer Shadow. Ja, siehst du, Rico, siehst du, habe ich doch gesagt. Leute nehmen dir alles wörtlich. Ja, weil du es gesagt hast. Hast du nicht vorher gesagt, ich nehme immer alles wörtlich? Nein, das hast du behauptet. Fuck, jetzt geht's los. Also ohne Scheiß, die Leute, die das gewählt haben. Wer hat denn hier Kugelfisch? Mann! Kurz vom Ende jetzt. Welche nur weggehauen gerade, Alter. Ich hab halt manchmal das Gefühl, dass ihr Sachen nicht in Kontext oder Relation setzen könnt. Oh. Weißt du, das gesagt hast mit ich spiel immer Shadow? War das doch ernst gemeint? Oder? Ja, ich bin mal. Nein, ich hab doch auch schon andere gespielt. Ja, weiß ich aber. Immer heißt gesagt, nicht immer. Immer heißt nahezu immer. Achso, ja, das wusste ich ja nicht. Ich dachte, du bist so wie der Drachenlord, der sagt, ich benutze nie absolute. Das verschreibt alles an Sonic ist Trash? Was?
Naja, Sonic ist die Definition. Hey, also Sonic ist schon. Aber der Soundtrack ist hart geil. Ja, aber der ist auch Trash, also schon. Nee, aber das Escape from ja City oder so ist doch nicht Trash. Also ich finde schon, dass das ein gewisses Trash-Niveau ist. Escape from City oder so ist doch nicht Trash. Doch, finde ich schon. Nee, finde ich nicht. Ich finde, das ist alles sehr extra cheesy, trashig gemachte Musik. Das stimmt schon. Nee, das ist wirklich so. Beim Rest würde ich dir zustimmen, aber bei der Musik nicht. Ja, Christoph hat recht. Also ich finde es gerade bei der Musik. Also ist aus Thüringen. Danach wird's von irgendwelchen Sachsen übernommen. Wir öffnen das jetzt hier. Adaptieren das. Das will ich nicht einholen. Der von die Paddy McDuck wäre jetzt nicht in Hamburg passiert, sondern in Sachsen. Ja, dann wäre kein nicht viel da gewesen, weil wir sollten zu sehr auf Sächsisch. Hätte doch keiner verstanden. Einverleiben. Da ist Andi aber die Cola wieder hochgekommen gerade. Zur Elbe. Die ganz großen Pöttel. Aber ich finde tatsächlich auch gerade, dass die ersten Sonic-Teile nicht gut waren, weil ich das Gameplay fürchterlich finde. Ja. Also ich spiele sowas wie Sonic and the Black Knight lieber als die ersten drei Sonic-Teile. Weil ich finde, die sind einfach Cancer zum Spielen. Also die Green Hill Zone ist gut, dann kann sie diese komische Marble Zone, da muss man da irgendwelche. Also geht ja nicht geradeaus, da muss man ja. Ich will keinen Jump-Run in meinen Jump-Run. Ganz einfach. Das Problem ist, das ist ja noch nicht mein geiles Jump-Run, der Sprung ist hakelig. Aber Rico, halbe Stunde, soll das bis du schnell bist. Die Map ist scheiße. Sonic war schon immer so ein Geschwür, was komische Leute gut fanden. Da ist es, Rico. Es ist Sonic, was ich einfach mitkriege. Ich bin aber Geschwür? Nein. Aber ich muss aber ehrlich sagen, die 3D Sonics haben eigentlich immer Spaß gemacht. Ja, die sind auch geiler als die komische Leute. Ja, würde Rico bestreiten, dass er ein bisschen komisch ist? Gott, das sind mir viel zu viele Wände hier. Das ist schlimm. So viele Wände? Hier gibt's nur zwei. Ja. Links und rechts. Das ist schon zwei. Na, man müsste mich dann immer dann treffen, wenn's wichtig ist. Ich krieg grad nichts geschissen. Diesmal boah, nicht, Andi. Diesmal nicht. Hä, ich hatte Wirbel. Ja, ja. Ja, hatte ich. End kann's bezeugen, oder Christoph? Turbo. Och nee, nicht schon wieder fahren. Ach Rico, die war nicht mal nicht gerichtet. Die ist aber auf mich gegangen. Ja, weil du dich aus. Weil du einfach geradeaus weitergefahren bist wie so ein. Da war keine Kurve. Tut mir leid, dass ich da keine Kurve fahre. Wer ist eigentlich Pudding? Ich mag kein Pudding. Ach, hier darf man nicht reinfahren. Oh, oh ja, wow! Ja, da wirst du geblitzt. Was dachtest du denn, dass ich das verstärkt oder was? Nee, ich wusste nicht, dass Turbo. Das einfach ist. Ich dachte, das wäre einfach ein Ding. Ich wusste nicht, dass diese Wand da neben der ist. Also blitzt der also, blizzelt oder ja, wie? Ist ja wohl deutlich nicht gut. Ja, ist ja gut. Nee, endlich hab Sonic das erste, die ersten zwei Sonic, nicht die ersten drei, ich hab die ersten zwei Sonics gespielt. Nicht durch, weil ich hab die beide halt ein bisschen gespielt, weil ich halt so schlimm zustimmen kann. Wo kommt, warum kommen denn hier Leute lang? Das sind Zombies. Ich fahre halt wirklich gegen jeden, der hier langläuft. Alter, kann es sein, dass ich jetzt alles abbekomme? Ich bin einfach literally letzter geworden. In einer Runde. Ja, manchmal ist das so. Ich bin die ganze Zeit mit KI und am Ende werde ich trotzdem. Also, ich werde die ganze Zeit beschossen. Ich kann quasi fahren und werde beschossen. Wie weit kannst du fahren? Und zum Beispiel, ich finde, die ersten Marios lassen sich noch gut spielen. Die haben zumindest ein bestes Vater. Ja, die Steuerung ist trotzdem. Natürlich bei alten Spielen ja immer. Aber ich bin trotzdem lässt sich. Ey, ich krieg echt langsam, also langsam. Gott, ich krieg hier langsam den Rappel des Zappels. Also, ich hab das Gefühl, gleich gibt's einen dritten Weltkrieg, wenn's so weiterläuft. Da, ja, da ist schon die Hymne. Ich bin jetzt schon so lange Erster, ich werde am Ende wahrscheinlich wieder Neunter oder so. Uff! Jetzt wurde ich geblitzt. Aber der All-Star ist auch gar nicht so viel schneller, Leute. Da kommt halt auf den All-Star. Der kommt anders an. Und ich brauche. Also mein All-Star ist wirklich absoluter Dogshit. Mein All-Star ist auch nicht so schnell. Ich kann nicht mal wirklich
Aber es ist natürlich die letzte Runde. Pudding? Pudding! Wolfgang Pudding. Jetzt kommt eine Drohne vom 10. ey. Warum ist ich mir auch? Oh nein, Hallo. Was ist das denn hier? Jetzt hänge ich hier, jetzt kommt ein Fass, jetzt kriege ich in die Luft. Jetzt kommt noch eine! Ich bin neunter! Ach, Pudding ist von Channel 4. Space Channel 4. Oh ja, das spiel ich gern. Channel 4, amerikanischer TV-Sender? Ey, so ein abgedrehtes Sega Japaner-Spiel. Channel 4 nicht britisch? War das britisch? Das war doch Channel 4. 1 zu 1 Sonic. Nein, ich meine, der Sender, den Rico nimmt. Achso. Ich dachte, das wäre Amerika gewesen. Ah, schade! Weißt du, das war früher Wrestling Paper, wie sie liefen in UK? Eigentlich tatsächlich mal ein Rennen, wo ich die ganze Zeit nochmal gewonnen nichts mehr, im Gegenteil, ich werde hier auch noch durchgereicht umblicken. Ach, Scheiße. Bruder! Die messen sich ein bisschen aus wie Gruselwille in den Armen. Grusel. Gruselwusel-Villa. Das ist die Ghouls and Goblins Map, glaube ich. Secrets of Penesia. Lade dir jetzt das kostenlose Abenteuer auf dein Handy runter. Okay. Das ist ein Dorf voller Pimmel. Aha. Ist Shogun eigentlich aus dem Spiel Shogun? Würde ich mal schätzen, ja. Ich finde, Videospiele benutzen viel zu wenig irgendwie Nasenbären oder so. Sollte viel mehr Nasenbären im Videospiel geben. Ja. Wieso ist Andi so schlecht? Ja, das können wir nicht beantworten. Bin ich so schlecht. Eben hab ich gewonnen. End. Hast du zu spät eingeschaltet. Du hast ja gerade gesehen, wenn man einmal hinten ist, ist man manchmal in so einem Drehkreis, dass man die ganze Zeit von irgendwas beschossen wird, nicht mehr nach vorne kommt. In einer Kurve wirst du 5000 Mal getroffen, bis letzter kommt nie wieder nach vorne. Und manchmal hat man, manchmal der erste fährt am Anfang los und wird von irgendwas getroffen und ist einen halben Kilometer entfernt. Also ich hab das Gefühl, dass das irgendwie nicht ganz so gut balanced ist wie Mario Kart. Bei Mario Kart kommt der erste nicht so krass weg. Echt jetzt, Lu. Was ist denn für eine Map? War schneller. Kann ich nicht. Hat Rico da kann ich nicht auch einfach mal alle drei Rennen das gleiche haben? Ich jetzt darüber, dass jemand das gleiche macht wie er gerade gemacht. Hast du das nicht auch gerade gemacht? Ich wusste nicht, dass er den immer fährt. Er wusste aber jetzt, dass ich den zwei Rennen gefahren bin. Du hast bestanden, ihn zu benutzen weiter, oder nicht? Du hast richtig angefangen. Hab ich gesagt, ja, dann bleibst du jetzt doch. Ja, dann sagst du jetzt halt auch nach unten. Kann du auch pumpen. Ja, alles klar. Naja, endlich hab eure Videos gesehen, aber es ist nicht so krass, dass man wirklich einen halben Kilometer weg war oder so. Also ich finde Mario Kart, also hier ist es teilweise schon krass, wie manchmal, also nicht immer, aber manchmal wie weit der erste wegkommt. Ich glaube aber auch, die Bots haben übelstes Rubberbanding. Boah, ich krieg nur Trash. Und die Rakete ist auf jeden Fall besser als die Allstars hier. Okay. Nein. Das ist diese scheiß Lava. Ich weiß nicht, ob man die Bots deaktivieren kann. Nein, kann man nicht. Was kann man? Aber wäre es auch nicht voll low, wenn man nur zu 5 spielt? Moment! Mario Kart haben wir auch zu 6 zu 7 gefahren. Du kleiner ihr habt das nicht mit KI gespielt? Nö. Also selten. Ganz selten. Rico ist ein kleiner Schlawiner. Warum? Ich höre die Hintergrundmusik und die kommt mir ziemlich bekannt vor. Tja, woher wohl? Kleiner Schlawiner, du. Hat Rico wieder gemacht? Musik geklaut von dem Spiel. Oh. Wow. Und das in den TNL 99 Damage Gedöns eingefügt. Also wird jetzt TNL weggestrikt, dann ist alles gut. Das ist ein fieser Plan. Tobi, gut, dass du mir nicht zugehört hast. Ich sage, ich habe gesagt, ich nehme diese Musik immer als meine Startmusik. Ich nehme diese Musik nicht an. Ich möchte niemanden kränken oder beleidigen. So, dafür kriegst du jetzt eine Drohne ab. Gelb geleuchtet. Yeah. War das bei euch auch schon mal, dass diese gelbe Leuchtstrahlen rausgefeuert kam? Nee. Vielleicht hast du so einen Dreier-Boost plus extra Boost von einem Item oder so. Rico, hast du eigentlich noch deine Switch? Ja, ich hab noch eine Switch. Retreat? Mein Typ hat gerade Retreat gesagt. Ja, zurück. Oh Leute, hier unten geht's auch lang. Rucksack. Naja, wahrscheinlich, du spielst einen Japaner, ja, oder? Nein, der meint das Twittern. Ich
Leute, Trevor hat was geschrieben, wie tief zu tief. Och, Alter, sucht euch alle mal mit den Job. Hast du, hast du denn auch eine Switch-End? Wie oft? Was? Es ist wirklich ein Skandal. Wie oft werde ich denn hier schon angegriffen? Das ist sein das ist der Todelkreis des Midfeld. Midfeld? Ja, und schon bin ich wieder Gesicht gleich. Hey, du bist gar nicht letzter. Jetzt bist du für mich ist Neunter quasi letzter. Du bist nicht Neunter. Ich war gerade Neunter. Ist ja, ja, ich meine, sagen wir so, du passt die Schalke an. Schalke ist auch nicht Neunter. Obwohl, okay, also nee, wir sind Elfter. Sie sind nicht letzter. Im Mittelfeld sind. Wir sind aber auch nur im Mittelfeld, weil wir in der Hinrunde vorne waren. Und ich hab grad voll Lust, ich hole noch jemanden. Das darfst du ja nicht sagen, Tobi! Das war ganz schlimm! Was denn? Ja, Leo sucht schon seit Monaten jemanden, der mit ihm in WoW spielt. Nee, warte mal. Das war ein Codewort, Tobi. Du hast jetzt was getriggert, was du nicht mehr wegkriegst. Secrets of Penesia meinte ich. Was ist das denn? So ein anderes MMO. Genau, Guild Wars. Guild Wars Abklatsch. Ja, Guild Wars ist gut. Allstar. Hatte mal Guild Wars 2. Ah, die hat auch ein Allstar? Nee, ich könnte zwei Leute Allstar haben. Oh nein, ich hab Allstar auf der Rampe, das ist tot. Oh Gott, ich hab's überlebt. Wie viele Scheißraketen gibt's denn hier? Wer schießt denn hier? Ich nehm Allstar. Oh Gott, ich fall runter. Ich war genauso weit hinten wie ihr und hab keine Allstar. Allstar, ja, das ist ja auch nicht, das ist ja kein festes Item, das du Allstar bekommst. Ja, aber warum bekommt da zwei Leute meine. Scheiße, ich bin gegen die Routine gefahren. Und nochmal! Ja, und ich komm nicht an dir vorbei, weil du fett bist. Tja. Oh wow. Gott. Danke. Das hat mich jetzt getroffen, Merlin. Ja, der scheiß Karten noch fett. Mann, ich hab schon wieder letzter Rico! Was? Mann! Rampo mit Vespa aus dem Haus. Hab dich geblockt. Problem noch mal. Mann, hast du gesehen, die Vespa aufgehalten. Ich verstehe halt auch nicht, warum du immer mich reinfährst. Ja, weil du einfach wirklich. Ja, Shogun ist auch schon fett, das stimmt schon. 8 Meter breit, der Affe. Als ob du weniger breit bist mit deinem Auto. Alex Kidd ist, glaube ich, sogar der kleinste Kart hier im Film. Ja, Alex Kidd ist doch so ein kleiner Freezer. Düser. Freezer. I do not like this. Oh Gott, du stürzt alles ein, Leute. Ja, das ist, glaube ich, der Dinosaurier, der einstürzt. Also der alles zum Einstürzen bringt. Der Dinosaurier stürzt ein. Ich glaube, das ist das Vulkan da hinten in der Ecke. Ist das Vulkan? Ist das echt der Vulkan? Ich glaube nicht. Ach scheiße, ich dachte, wir gehen hier runter. Oh. Kann doch nicht sein, dass Tobi mich nochmal geholt hat. Ja, ich hab gedriftet mit dem Flieger. Ach nö. Wo willst du denn mit dem Flieger? Das ist ja egal. Und jetzt schießt du doch nach hinten. Was bist du denn für ein frecher Dude? Frecher Frechdachs. Haben wir es gegenseitig getroffen, André? Glückwunsch. Ja. Beste. Warum ist der ja, Schwarm eine in Ohren? Einzelne Wespe? Warum war der Schwarm in Ohren? Mann, hier geht's um Sieg und alles und dann ist der Schwarm in Ohren. Hier geht's um Sieg und alles. Ja, ohne Witz. Jo, lass mich mal bitte vorbei. Nee. Ich muss Tobi noch kriegen, dann kann ich nicht vorbeilaufen. Come on. Was soll sowas, Micho? Es hatte keinen Grund dafür. Da waren alle Dinger da. Ich hab nichts gesehen. Nein, doch. Letzte was, Kurve. Was hab ich gemacht? Ich war gerade 5. oder 6. Du grabst mich einfach grundlos. Ich hab 9. Ich hab nichts gemacht. Dario, das wär eigentlich das Geheime gewesen. Hättest du mich jetzt gewinnen lassen, hätte ich mit die WWE gespielt. Das hab ich meine Meinung geändert. Feuersamen, müssen wir erzählen. Es gildet nicht. Tschüss, End. Wir sollen dich mal gewinnen lassen, Merlin. Steht hier. Wir sollen dich mal gewinnen lassen. Hat wer geschrieben? End. Oh, guck mal, ist doch nett. Das ist provokant, ist das. Ach, das war Lu. Ja, guck. Was? Du hast mich einfach grundlos verkrampt. Wieso grundlos? Das war entweder mit Absicht oder aus Versehen. Ja, es ändert ja nichts daran, dass es vielleicht grundlos war. Hey, nee, wenn es mit Absicht war, war es ja nicht grundlos.
Und wenn es so außersehen war, war es nicht meine Absicht. End hatte im Moment keine, weil die Preise wegen Corona zu hoch sind. Mann, ja, da hätte er mal bei mir zuschlagen sollen, denn ich habe die eine für 400 verkauft. Jetzt das Endergebnis. Andy auf dem letzten verdienten Platz. Der Schillernde ist auf dem 15. Ach, vorletzten. Rico und Rio im Mittelfeld und Platz 2 Merlin und ich. Ein Punkt. Auf dem ersten. Ein Punkt. Mit dieser Bombensensation verabschieden wir uns mal wieder aus dieser Episode Race, ach, Sonic All-Star Racing Experience, irgendwas, Tag Team. Mega Experience. Super duper, duper, schnuper. Wir sehen uns bei der nächsten Episode. Tschüss und auf Wiedersehen. Tschüss.